der seit geraumer Zeit zu den Netzwerkern der Gotteskrieger in Deutschland gehört. Bernhard Falk. Bernhard Falk saß 12 Jahre im Gefängnis, verurteilt wegen mehrerer Sprengstoffanschläge, die er einst als Linksextremist begangen hat. Schon Mitte der 90er Jahre konvertierte er zum Islam. Seitdem verquickt er seinen revolutionären Politextremismus mit radikal-religiösen Parolen. Auf dem Arm trägt er das muslimische Glaubensbekenntnis. Er reist durch ganz Deutschland, um die Szene zu koordinieren. Ja, es wäre ein Straftatbestand, wenn ich öffentlich dazu aufrufen würde, nach Syrien zu gehen und den Kampf dort zu unterstützen. Aber ich kann es nachvollziehen. Also ich habe noch nie jemanden davon abgehalten, das zu tun. Für die Propagandisten des Dschihad geht es längst nicht mehr um die Beseitigung der Diktatur in Syrien. Es geht um die Errichtung eines grenzübergreifenden Gottesstaates. Um das Erlangen von politischer Macht. Gerade jüngere Leute haben ja auch einen starken Idealismus, also die wollen ihre Ideale auch konkret umsetzen. Und es geht ja vor allen Dingen auch darum, die Perspektive islamischer Staat. Also das ist ja auch etwas, wofür ich mich einsetze, also dass die Oma perspektivisch zumindest einen islamischen Staat zur Verfügung hat, wo die Muslime in Sicherheit und Frieden leben können. Und da wäre zum Beispiel, das ist natürlich unsere Hoffnung, dass da auch Bilad al-Sham, also das, was wir bestehend aus Syrien, Jordanien, Palästina und Libanon sehen, dass da ja ein Staatsgebilde entsteht, was für uns ein sicherer Hafen wird. Nur, dass in diesem sicheren Hafen alle Andersgläubigen um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie sich nicht der Gewaltherrschaft der Salafisten unterwerfen wollen. Was macht das für einen Sinn? Was ist das für ein Unfrieden stiften auf dieser Erde? Das ist ein Machtanspruch eigentlich, wo man sagen will, im Namen des Islam, will ich meine Macht oder will ich die Welt kolonialisieren und meine Machtansprüche einfach erweitern. Das ist ein völliger Missbrauch für den Islam. Ein Schwerpunkt der Missionsarbeit von Bernhard Falk ist die Gefängnisbetreuung. Heute ist er auf dem Weg in die JVA Wuppertal. Dort sitzt der mutmaßliche Bombenattentäter vom Bonner Hauptbahnhof ein. Vor dem Tor trifft Falk die Mutter und die Ehefrau des Inhaftierten. Für Falk sind solche Attentate, auch in Deutschland, die logische Fortsetzung des Kampfes in Syrien. Die Zivilbevölkerung, wie man sagt, ist hier ja eben nicht unschuldig, sondern gehört als Bestandteil des Systems zur BRD insgesamt. Eine BRD, die eben weltweit die Menschen ausbeutet und insbesondere die Muslime unterdrückt. Und dass es da Reaktionen gibt, ist klar. Gleichwohl, ich kenne den strafrechtlichen Rahmen hier, werde ich nicht zu Aktionen dieser Art aufrufen. Aber ich kann es eben nachvollziehen, dass solche Aktionen stattfinden. In seiner Logik sind islamistische Straftäter politische Gefangene. Seine Aufgabe sieht Falk darin, sie ideologisch bei der Stange zu halten. Ich bin verurteilt worden für militante Aktionen. Ich habe mich von militanten Aktionen nie distanziert und werde das auch nicht tun. Ich rufe gleichwohl nicht zu militanten Aktionen auf. Ich versuche halt dazu beizutragen, dass diejenigen, die militante Aktionen durchführen, dass die auch verstanden werden.